Was ich. Okay, wir sind jetzt schon live. Dann würde ich sagen, da wir jetzt schon live sind, starten wir auch. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die hier jetzt bei uns im Zoom mit drin sitzen, aber auch alle diejenigen, die draußen irgendwo bei Facebook live mitschauen oder sich das vielleicht später irgendwann anschauen. Herzlich willkommen heute Abend zu unserer Buchvorstellung. Ich möchte eigentlich überhaupt gar nicht so sehr viel vorwegnehmen. Herr Schulte hat ein wunderbares Buch geschrieben, Die grüne Macht. Noch haben wir sie nicht, aber Sie werden bestimmt viel darüber erzählen, wie wir als Ökopartei das Land verändern wollen. Und damit es nicht ganz so ein eintöniger Monolog wird, wird die Silvia Queri, sie ist Parteimitglied bei uns hier in Kressbronn, ich hoffe, ich sage es richtig, wird ein kleines Interview mit Ihnen machen, Herr Schulte. Und wir alle sind natürlich sehr gespannt, wie die grüne Macht ausschaut, wie wir in Ihren Augen das Land verändern wollen. Ich hoffe, ich finde mich dann als Grüne hinterher wieder. Und Das für kann ich nicht garantieren. alle. Das kann ich nicht garantieren. Das macht es ja jetzt noch spannender, Herr Schulte. Aber für alle, die hier zuschauen, die Kameras sind eh alle aus, einfach um eine gute Tonqualität zu haben und die beiden Protagonistinnen gut zu sehen und zu hören, ist es auch gut, wir lassen die Kameras aus. Ich werde meine dann auch abstellen. Wir lassen die Mikros aus, um eine gute Qualität zu haben. Für alle, die es noch nicht wissen, wir werden hier live streamen. Also wir sind jetzt live auf Facebook. Auch das ist vielleicht für die eine oder den anderen ein Grund, die Kamera auszulassen. Wer das nicht haben will, einfach zur Information, dass sie es wissen. Und langer Rede, kurzer Sinn. Silvia, ich übergebe dir das Wort und wir sind unglaublich gespannt auf das, was wir jetzt heute über die grüne Macht der Zukunft hoffentlich heute zu hören kriegen. Bitte schön, Silvia. Ja, vielen Dank, Maria. Also ich kann schon mal sagen, dass ich mir ganz sicher bin, dass wir einen vergnüglichen, kurzweiligen Abend haben werden, weil ich das Buch zweimal gelesen habe, einmal ganz gründlich und einmal nochmal quer und es wirklich mit großem Vergnügen getan habe und es ist absolut kurzweilig. Also da, das kann ich jetzt schon vorhersagen. Ich habe eine kleine Vorstellung vom Ulrich Schulte vorbereitet, ganz gemäß Markus Lanz, damit es nicht dilettantisch wird und die möchte ich jetzt kurz machen erstmal. Ich freue mich sehr, heute Abend einen Mann begrüßen zu dürfen, der mit seinem Buch Die grüne Macht nicht nur eine lesenswerte Analyse der Grünen vorgelegt hat, sondern der seit vielen Jahren das politische Geschehen in Deutschland beobachtet und aus meiner Sicht trefflich analysiert. In seiner langjährigen Funktion als Verantwortlicher für das Ressort Innenpolitik und für das Parlamentsbüro bei der TAZ hat und hatte er Gelegenheit, mit vielen SpitzenpolitikerInnen unseres Landes persönlich zu sprechen. Als Kommunikationswissenschaftler interessiert er sich in seinem Buch insbesondere für die Art und Weise, wie die Grünen ihre politischen Botschaften und Vorstellungen zur notwendigen gesellschaftlichen Transformation vermitteln, welche Strategien sie dafür gewählt haben und warum. Dabei spart er nicht mit Kritik und harten Fakten, etwa, dass die Grünen jedenfalls nicht die Lösung zur Einhaltung der Pariser Klimaziele darstellen. Auf der anderen Seite folgt auf jede Kritik, wie es eigentlich eher in der Psychotherapie der Fall ist, ein Lob bzw. wohlwollendes Verständnis für die zuvor von ihm gescholtene Verschleierung von Fakten oder gar Feigheit, beherzt wirklich etwas zu verändern. Ohne ihn persönlich vorher gekannt zu haben, bin ich ihm beim Lesen näher gekommen, indem er in seinem Buch durchaus zeigt, was ihm persönlich wichtig ist und nicht den kühlen Analysten gibt, wie es seine eigene Beschreibung, das Buch sei ein Realitätscheck, zunächst glauben macht. Da schreibt einer, der sich ein ganz neues Deutschland mit mehr sozialer Gerechtigkeit, einer am Gemeinwohl orientierten Wirtschaft und gravierenden, aber dafür ausreichenden Klimaschutzgesetzen vorstellen kann und der persönlich enttäuscht
über die auch von den Grünen verpasste Chance für einen echten Neuanfang sich am Ende des Buches selbst Mut zuspricht, indem er zumindest von einem ersten Schritt in die richtige Richtung spricht. Herzlich willkommen nochmal, Ulrich Schulte. Oh so. Mensch, vielen Dank, Frau Query. Ich erröte. Und einen schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo. Sie haben jetzt auch Gelegenheit zum Widerspruch, wenn ich was ganz Falsches gesagt habe. Nö, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Gut, dann legen wir los mit den Interviewfragen, die ich mir überlegt habe. Es geht zunächst mal geht's um tatsächlich, was Ihnen ja auch wichtig ist, um die Kommunikationsstrategie, die Sie da beleuchten bei den Grünen, bei uns Grünen. Der Begriff Kommunikationsstrategie ist auf die Politik bezogen ja mittlerweile eher negativ konnotiert. Auch Sie sprechen an vielen Stellen von Unehrlichkeit und mangelnder Authentizität. Andererseits aber eben auch von cleveren Strategien, beziehungsweise auch mal, dass zu viel Ehrlichkeit falsch ist. Zum Beispiel schreiben Sie an einer Stelle, dass Habecks Einräumen von Fehlern bei der Pendelpauschale nicht unbedingt notwendig gewesen wäre oder klug wäre. Bei Markus Lanz waren Sie zusammen mit Oliver Krischer und haben über die Plagiatsvorwürfe gegen Annalena Baerbock gesprochen. Dieser kommunikationsstrategisch aus meiner Sicht zumindest als katastrophal zu bezeichnende Auftritt Krischers war aber doch zumindest sehr authentisch. Ja, er war emotionalisiert und eben könnte man sagen, der war authentisch. Authentisch-dilettantisch müsste man vielleicht sagen. Oder vielleicht sogar doch clever, war es vielleicht gar nicht so schlecht. Kann authentisch gleichzeitig clever sein in der Politik oder sollte man immer möglichst schon präfaktisch sich eine Strategie für die Kommunikation überlegen? Also ich glaube, also erstmal, ich sage das nochmal explizit in die Runde, was wir vorher verabredet haben. Ich werde nicht nur die Inhalte aus meinem Buch referieren, das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig, auch für die Zuhörerinnen und Hörer, sondern ich erzähle zwischendurch auch immer ein paar Anekdoten aus dem Wahlkampf und Sie können mich auch am Ende der Veranstaltung noch fragen, was Sie wollen. Also wenn Sie immer mal auf die Taz schimpfen wollten oder was anderes loswerden wollten, heben Sie sich das auf, das kommt dran. Und die Frage nach Authentizität in der Politik ist im Grunde eine sehr schwierige, weil ich habe da mal mit Robert Habeck drüber gesprochen, der ja aus meiner Sicht auch ein Meister der Selbstdarstellung ist. Also wenn man durch das Instagram-Profil zum Beispiel von Robert Habeck scrollt, dann merkt man, wie er da auch Sachen austestet, die sich andere Politiker nicht trauen würden. Ich erinnere an diese Szene, wo er sich von Wildpferden hat beschnuppern lassen in einem Naturschutzgebiet oder er steht dann am Strand und breitet so die Arme aus. Also das ist quasi eine Anmutung, ich bin ein anderer Politiker. Und ich finde, bei ihm hat das zum Beispiel eine gewisse Authentizität, weil das auch zu seinem Typus gehört. Also er ist auch jemand, der setzt sich wirklich am Bahnsteig auf den Boden und trinkt da seinen Kaffee. Und dann funktioniert das. Ich finde, Inszenierung wird immer dann problematisch, wenn das keine Verbindung mehr zu dem echten Kern des Menschen hat. Und Sie haben gerade Olli Krischer bei Markus Lanz angesprochen. Das war ja, ist glaube ich 3 Wochen her jetzt. Ne? Das war inmitten der Plagiatsaffäre. Ich sage das in Anführungsstrichen, weil ich es nicht für eine Affäre halte. Und ich fand Oliver Krischer in dem Punkt nicht authentisch, weil er sich offensichtlich etwas vorgenommen hat zu verteidigen, was erstens nicht zu verteidigen ist. Also er hat sich vorgenommen, im Grunde zu suggerieren, das seien keine Plagiate. Und das war aus meiner Sicht einfach falsch, weil das nicht zu leugnen war. Und deswegen wirkte er, also ich fand ihn in der Situation unheimlich bemüht. Also ich kenne ja den echten Olli Krischer seit Jahren und da war er angefasst, weil er auch merkte, dass Lanz da nicht locker ließ, aber es war als Inszenierung oder als authentische Inszenierung nicht gut gelungen. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir zur innerparteilichen Kommunikation. Da schreiben Sie, heute gilt heute gilt bei den Grünen eher Zentralkomitee statt Basisdemokratie, beziehungsweise dass schwierige Debatten wie die Homöopathie-Debatte hinter verschlossenen Türen geführt werden bei den Grünen. Das
bleibt aber dem interessierten Wähler ja auch nicht verborgen. Ja? Also ich zum Beispiel habe das hätte mich eben auch interessiert zum Thema Homöopathie. Sie schreiben zu Recht, dass das Ergebnis der Homöopathie-Debatte ein Meisterwerk der Nichtkommunikation war, wo das Wort Homöopathie am Ende dann gar nicht mehr aufgetaucht ist. War das wirklich eine clevere Strategie oder ein Beitrag zur Unglaubwürdigkeit? Also die Debatte zur Homöopathie, ich weiß nicht, wie die bei Ihnen in Baden-Württemberg wahrgenommen wurde. Aus meiner Sicht war das wie ein Autounfall, den man in Zeitlupe zuschaut. Also das war aus meiner Sicht schlechte Kommunikation und auch schlechte Politik, weil die Parteispitze es sich in dem Fall nicht getraut hat, eine Entscheidung herbeizuführen. Also es gab ja einen ganz harten politischen Kern in dieser Frage, nämlich: Soll man homöopathische Mittel von gesetzlichen Krankenkassen bezahlen lassen oder nicht? Und das ist im Grunde eine harte Frage, die man, fand ich, einfach entscheiden kann und die Grünen-Spitze, also einfach auf dem Parteitag zur Abstimmung stellen kann. Und dann gibt es eben eine Entscheidung und dann müssen eben die Unterlegenen damit leben, dass sie verloren haben. Und die Parteispitze hat dann ja einen Eiertanz aufgeführt. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Also es gab da eine Kommission, die dann auch wieder nicht funktioniert hat, weil aus der Kommission irgendwelche internen Infos an die Medien gegeben wurden. Dann hat man die Kommission aufgelöst und hat dann irgendwie per Ordre de Mufti einen windelweichen Beschluss gefällt und hat versucht, das Thema so wegzuschieben. Und das hatte zur Folge, dass die Medien, also in dem Fall auch ich, also ich habe in der Taz da groß darüber berichtet, weil ich auch gemerkt habe, dass unsere Leserinnen und Leser das sehr interessiert. Also die haben auch ein Interesse an Naturheilkunde und an Grünberichterstattung natürlich. Und dadurch wurde das in der medialen Debatte natürlich wahnsinnig verlängert. Also das hörte gar nicht mehr auf. Und also wenn ich jetzt beraten hätte müssen, was ich zum Glück nicht tue und wo ich mich auch immer zurückhalte, dann hätte ich gesagt, Mensch, Leute, hättet ihr das mal früher entschieden, das wäre für euch wesentlich besser ausgegangen. Mhm. Gut. Sie schreiben weiterhin, Baerbock und Habeck haben grundsätzlich einen völlig neuen Kommunikationsstil in die Politik gebracht, weg von dem von Niklas Luhmann so wunderbar als Lingua Blablativa bezeichneten, viel geredet und doch nichts gesagt. Stil, auch sind sie mittlerweile weit weg von dem ehemals grünen Besserwisserei-Kommunikation oder auch dem moralischen Zeigefinger. Jetzt also lässig und auf Augenhöhe mit dem Wähler. Wenn man jetzt diese vier, jetzt muss ich doch auf die Kommunikationstheorie eingehen, diese vier Ebenen der Kommunikation vom Kollegen Schulz von Thun ansieht, dann kommunizieren sie laut ihren Beschreibungen im Buch sehr viel auf der Beziehungsebene. Also gerade diese, machen diese Beziehungsangebote, dieses Einladende, diese inklusive Kommunikation, wie sie es genannt haben. Also nicht mehr wir Grünen, sondern wir alle. Ja? Und auch viel auf der Ebene der Selbstkundgabe, also dieses Menschlichsein auf Augenhöhe. Wir sind auch alle normallos, ja. Und wir haben auch unsere Schwächen, das wird immer wieder betont. Wir kaufen zwar Bionade oder kaufen im Bioladen ein, aber fliegen halt dann doch auch in Spanien Urlaub und sind nicht mehr konsequent. Aber was ich immer wieder raussehe, so auf der Sachebene und auf der Appellebene, da sehen Sie noch deutlich Luft nach oben, was Ehrlichkeit und Vollständigkeit auch anbelangt. Ist es richtig und was fehlt? Ja, das ist richtig. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt diese Kommunikationsebene nicht von dem Wissenschaftler, den Sie erwähnt haben, aber ich habe das Gefühl, dass die grüne Kommunikation in manchen Bereichen unehrlich ist oder auch einfach nicht hart genug. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, ich bin ein großer Freund von Umverteilung. Also die Taz kennen Sie, Zeitung links der Mitte. Wir haben sozusagen ein Herz für die Schwachen in der Gesellschaft. Und es ist so, dass der Reichtum in Deutschland wahnsinnig ungleich verteilt ist. Also die Zahlen sind bekannt. Die obersten 10%, also die 10% der reichsten Menschen in Deutschland, halten, glaube ich, 2/3 des Vermögens in Deutschland. Und die untere Hälfte der Menschen hat mehr oder weniger kein Vermögen. Das sind also Leute, die haben noch nicht mal 5.000 Euro auf dem Konto, wenn das Auto kaputt geht, um sich einen neuen Gebrauchtwagen zu kaufen. Und dieses Problem, also dramatische ökonomische Ungleichheit, ist aus meiner Sicht demokratiegefährdend. Viel Geld bedeutet viel Macht, wenig Geld bedeutet keine Macht. Vermögende emittieren viel mehr CO2 als Unvermögende, als arme Menschen.
Und wenn man das im globalen Kontext betrachtet, muss man sowieso im Grunde ja dafür plädieren, dass alle Menschen die gleichen Lebenschancen und auch die gleichen ökonomischen Chancen bekommen. So. Und also will heißen, eigentlich wäre das für eine an Ökologie interessierte Partei wie die Grünen ein offenes Feld, was man, finde ich, ordentlich bewirtschaften müsste. Also da müsste man einfach klare Ansagen machen und sagen, wir treten einfach für eine andere Verteilung von Reichtum ein. Und das höre ich von den Grünen nicht. Also es gibt eine Vermögensteuer im Programm, die eher homöopathisch ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse. Und viele steuerrechtliche Geschichten hat man entschärft, weil man diese Erfahrung aus dem Wahlkampf 2013 gemacht hat, dass es einfach wahnsinnig schlecht ankommt in Deutschland. Und sagt aber gleichzeitig, wir sind die Partei der Gerechtigkeit. Und das ist aus meiner Sicht eine Unehrlichkeit. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber fragen Sie mal weiter. Ich sage jetzt mal, ich finde auch, dass da noch Luft nach oben ist, aber es gibt erste Ansätze, zum Beispiel die Hartz-IV-Vorschläge oder Reformen, die jetzt schon sehr konkret sind, Mindestlohn und so weiter. Also da kommt jetzt schon auch Bewegung rein in das Thema bei den Grünen. Genau, also die Grünen nutzen ja, finde ich jetzt erstmals, anders als andere Politiker oder als Politiker davor, also jetzt so kleine psychologische Tricks, die sie auch beschreiben eben, dass man zum Beispiel einen anderen Kommunikationsstil in die Richtung eingebracht hat, dass man dem politischen Mitbewerber auch mal Recht gibt, ja, und sagt, das ist toll, man ist der gleichen Meinung. Und das ist ja eigentlich ein kleiner psychologischer Trick, weil das dann die nachfolgende Kritik umso glaubwürdiger macht, ja, wenn ich erstmal sag, da hast du recht. Oder auch sich selber anzugreifen, zu sagen, da haben wir Fehler gemacht, dann können es die anderen nicht tun. Und das ist eigentlich sowas wie, es ist eigentlich intuitive Psychologie, was wir eigentlich alle in der normalen Kommunikation automatisch machen, also nicht bewusst als Strategie einsetzen. Und ich habe mir da schon oft die Frage gestellt, warum Politiker das nicht häufiger machen. Ja? Und da ist die Frage, weil Sie das ja auch in Ihrem Buch immer wieder schreiben, die Rolle der Medien. Ja? Also warum sprechen eben die meisten Politiker in dieser Lingua Blablativa, wie Luhmann das sagt, oder geben keine Fehler zu oder verkrallen sich eben so, wie auch der Herr Grischer, haben da die Medien ihren Anteil, weil sie das dann meistens bestrafen, ja, also oder sich lächerlich machen, haben die Medien da einen Anteil, auch jetzt zum Beispiel, dass die Annalena Baerbock, seit sie Kandidatin ist, sich ständig selbst loben muss, ständig sagt, was sie alles kann oder dass sie das kann, weil sie sonst womöglich totgeschrieben würde von den Medien? Ja, natürlich. Also Medien haben einen riesengroßen Anteil an der Art und Weise, wie Politik heutzutage funktioniert. Und auch die sozialen Netzwerke, also Twitter, Facebook, Instagram, spielen eine riesengroße Rolle. Und da wird immer wenig drüber geredet, weil Politiker trauen sich nie, Medien zu kritisieren, und Medien kritisieren sich auch ungerne selbst. Also deswegen ist das so ein bisschen so ein Thema, worüber wenig gesprochen wird. Und es ist aber faktisch so, dass natürlich wir Medien dazu beitragen, dass Politiker manchmal sprechen wie Roboter. Also dass einfach Wahlprogrammpositionen hergebetet werden, weil da bewegt man sich auf sicherem Boden, und sobald man einen halben Schritt ins Ungewisse geht oder einen halben Schritt ins Risiko geht, wird daraus ein Halbsatz genommen und auf Twitter hochgezogen, oder das ist dann die Stelle, die an die Agenturen gegeben wird, und dann wird es eben groß über dpa verbreitet. Also ich würde schon sagen, dass die Medien dazu beitragen, Sprache von Politikerinnen zu beeinflussen. Und also da über Medienkritik, das ist so ein bisschen auch mein Faible, weil ich habe Kommunikationswissenschaften studiert in Münster. Also ich wollte früher auch mal Medienjournalist werden. Also da könnte man jetzt ganz lange reden. Also ich glaube auch, die Medien spielen eine ungute Rolle. Ich fand die Baerbock-Plagiatsaffäre wahnsinnig übertrieben in der medialen Wahrnehmung. Also das lief ja so, dass Stefan Weber, dieser Plagiatsforscher in Wien, teilweise täglich neue Plagiatsfunde an die Bild-Zeitung durchgestochen hat. Und die Bild-Zeitung hat es dann groß gemacht mit noch einem Weiterdreh. Jetzt noch ein Plagiatsfund. Jetzt hat sie von Robert Habeck abgeschrieben. Jetzt das. Und die Grünen haben da totale Fehler gemacht. Also ich fand auch da die Krisenkommunikation der Grünen schlecht. Also man hätte ganz am Anfang sagen müssen, ja, da gibt es offensichtlich
dicke Probleme. Und die Grünen haben ja gesagt, das ist eine Rufmordkampagne und das stimmt überhaupt nicht. Und wir schalten jetzt einen prominenten Medienanwalt ein, nämlich den Herrn Scherz. Also die Grünen haben das ihre dazu beigetragen, dass diese Sache immer größer und immer unguter wurde. Aber die Medien haben auch dazu beigetragen. Also deswegen bin ich immer zu Selbstkritik bereit. Also auch die Taz. Also wir haben auch mehrere Berichte dazu gemacht und mussten uns von manchen Lesern dann anhören oder Leserinnen auch, dass das zu viel war. Wir hatten einen Kommentar, der zum Beispiel gesagt hat, dass Annalena Baerbock jetzt zurücktreten sollte und den Stab an Robert Habeck weitergeben sollte. Ich fand diese Meinung völlig falsch. Also ich bin nicht dieser Ansicht, aber Binnenpluralität, eine Kollegin fand das und dann hat sie es geschrieben und wir haben durchaus Kritik bekommen, ja. Das ist so. Und andererseits ist es aber auch, es kommt dann immer die Forderung, ich rede ja jetzt zu vielen Grünen, vermute ich, deswegen fokussiere ich mal so ein bisschen eng. Also es kommt dann aus grünen Kreisen immer gerne die Forderung, redet doch mal über Inhalte. So sprecht doch mal über Inhalte. Und das ist aber für Medien manchmal nicht ganz so interessant, jetzt nochmal zu wiederholen, was in dem grünen Wahlprogramm seit einem Jahr steht. Also ich weiß alles, was bei den Grünen drinsteht. Und ich habe das auch schon 1000 Mal in der Taz erklärt im Zweifel, was sie bei Hartz IV wollen oder woanders. Und es dann eben im Wahlkampf nochmal hochzuziehen, da braucht man immer einen neuen Spin. Also so funktionieren Medien oder Medien neigen auch dazu zu gucken, wo gibt's eine kritische Diskussion. Also wir gucken dann auch dahin, und das ist auch unsere gesellschaftliche Aufgabe, würde ich sagen, dahin, wo es weh tut. Aber dass wir teilweise in einer ziemlich überdrehten Mediengesellschaft leben, das würde ich teilen, ja, das ist so. Also könnte man auch sagen, ist auch noch Selbstkritik, Luft nach oben möglich bei den Medien. Bei den Medien, ja, na klar. Sozusagen, ja, also ja. Das, also denke ich auch, nehme mir das Spannungsfeld wahr, dass die Journalisten eben oft unzufrieden sind, wenn die Politiker Lingua blablativa machen, aber eben die Politiker eben wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen, ja, also Marietta Slomka zum Beispiel, Paradebeispiel, also kann ich gut verstehen, dass man da auch Angst kriegen kann, ja, also dass man ja nichts Falsches sagt. Gut, jetzt schauen wir mal, was machen denn die politischen Mitbewerberinnen in ihrer Kommunikation aus ihrer Sicht richtig? Ja, die gibt es ja auch noch und die interessieren uns natürlich auch jetzt im Wahlkampf. Zum Beispiel die Strategie vom Herrn Söder, jetzt sich grüner als die Grünen darzustellen, was ihm ja schon teilweise gelingt. Oder was der Herr Lindner ja immer macht, möglichst die Distanz zwischen den Grünen und den Wählerinnen zu erhöhen, indem er uns immer vorwirft, wir seien die Besserverdienerpartei und das muss man sich leisten können, eben auch ökologisch zu handeln. Was machen die denn richtig aus Ihrer Sicht? Also ich bleibe mal bei Markus Söder, damit wir nicht zu lange vielleicht ohne Zuhörerinnenfragen reden. Also ich glaube, der Söder, der macht im Moment einiges richtig. Also der hat in der Landtagswahl Bayern 2018, davor war er ja der böse Söder, also Sie werden sich erinnern, da hat die CSU hart gegen Flüchtlinge polemisiert, hat gesagt, Asyltourismus, Abschiebeindustrie, die Leute müssen wieder raus, also quasi ein knallharter rechter Wahlkampf. Und dann hat er gemerkt, gegen eine sehr gut gelaunte Katharina Schulze in Bayern laufen ihm die Leute weg zu den Grünen. Und dann hat er mitten im Wahlkampf, ich weiß das noch, hat er, glaube ich, einen Monat vor der Wahl oder so, hat er umgeschaltet und war plötzlich der ergrünte Konservative. Und die Nummer zieht er seitdem durch und das ist aus meiner Sicht schlau. Also wenn ich CDU wäre, würde ich den Grünen dieses Jahrhundertthema nicht überlassen. Also man muss sich um Klimaschutz kümmern. Und man kann dann immer meckern, naja, da ist Fassade und wenig dahinter. Also Söder erzählt viel, aber in Wahrheit tut er dann wenig. Das stimmt, aber in der Politik kommt es erstens auf die Fassade an und zweitens ein Konservativer, der Klimaschutz intellektuell akzeptiert als großes Thema, ist mir lieber als jemand, der es einfach nicht versteht. Also insofern, Söder ist ein Beispiel für eine kluge Strategie, würde ich sagen.
Gut, kommen wir zu den Hegemonieansprüchen der Grünen. Die Grünen wollen ja mit ihrer Kommunikationsstrategie eben alle erreichen, wollen eine Wählerschaft jetzt von linksliberal bis hin zu konservativ ausweiten, wollen also Volkspartei werden und machen eben deshalb auch, wie Sie so schön schreiben, ein inklusives Kommunikationsangebot und sprechen von den Autobossen bis hin zu mit CSU-Innenministern, also sprechen friedlich und kooperativ. Sie zitieren oder Sie haben auch mit dem Soziologen Armin Nasehi gesprochen, der sich ja eine schwarz-grüne Koalition wünscht jetzt bei der Bundestagswahl und der auch großen Erfolg vorhersagt. Und das ist bei uns natürlich auch großes Thema bei den Grünen. Und da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Und Nasehi begründet diesen Erfolg, den er da sieht, damit, weil da zwei gegensätzliche Pole miteinander ringen müssen um Kompromisse und das sei gut, um neue und kreative Lösungen, wie wir sie jetzt brauchen, zu entwickeln. Sie stellen da interessanterweise, was mich sehr gefreut hat, weil ich sehe das auch so, in den Raum, dass Kompromisse weit überschätzt werden, ja, wie gut Kompromisse sind und eben, dass ein solches Bündnis auch lähmend statt produktiv sein kann. Warum? Ja, ich bin nicht so ganz optimistisch wie Herr Nasehi mit Blick auf eine schwarz-grüne Koalition. Ich glaube, also das Setting ist aus meiner Sicht relativ klar. Wenn es dafür reicht, das ist ja noch ist ja überhaupt die Frage, reicht es überhaupt oder kommt noch die FDP dazu? Es kann ja noch schlimmer werden für Sie. Also wenn es für Schwarz-Grün reicht, ist die Arbeitsteilung so, dass die Grünen ja im Grunde Paris-Konformität herstellen müssen. Also die brauchen dann große Erfolge beim Klimaschutz. Und das bedeutet große Erfolge bei der Mobilität, also Verkehr im Landwirtschaftsbereich. Ich zähle es jetzt nicht auf, Sie wissen es. Und wenn man in diesen Bereichen in der schwarz-grünen Koalition Paris-Konformität herstellen will, bedeutet das, die CDU gibt ganz viel weg. So, und die CDU ist aber die stärkere Kraft, meine Vermutung. Das heißt, die will ganz viel haben dafür. Und das werden sie sich holen auf der Innenpolitik, in der Flüchtlingspolitik. Und woanders. Und das bedeutet, dass Schwarz-Grün aus meiner Sicht ein Bündnis mit blinden Flecken wird. Also da werden Flüchtlinge wahrscheinlich hinten runterfallen. Da werden ärmere Menschen hinten runterfallen. Also ich glaube nicht, dass sie in einer schwarz-grünen Koalition, ich spreche sie jetzt Sie an als Grüne, dass sie eine Hartz-IV-Erhöhung kriegen, dass sie einen höheren Mindestlohn kriegen, dass sie eine Kindergrundsicherung kriegen, dass sie eine Vermögensteuer kriegen. Das findet alles nicht statt mit Schwarz-Grün, sondern da kriegen sie Klimaschutz. Und diese These von Nasehi, dass sich Gegensätze befruchten, das klingt immer sehr gut. Meine Erfahrung ist, also auch in der persönlichen Beziehung, dass es dann doch ganz hilfreich ist, wenn man sich bei bestimmten Punkten sehr nahe ist und dass das ein bisschen produktiver ist. Und wir erinnern uns alle an die SPD, die sich an der Seite der CDU totregiert hat, hat natürlich auch eine Polarität zur CDU eher im sozialen Bereich, nicht so wie Sie im ökologischen Bereich. Und das hat sich jetzt, würde ich sagen, auch nicht unbedingt befruchtet. Also deswegen finde ich das ein bisschen, diese These falsch und glaube auch nicht, dass Schwarz-Grün ein großer Aufbruch wird. Und das führe ich in dem Buch auch relativ ausführlich aus, weil ich das nach wie vor für eine wahrscheinliche Variante halte. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu zentralen Kritikpunkten an den Grünen. Also zentrale Kritikpunkte von Ihnen sind Opportunismus und Unterordnung unter den Mainstream. Da sprechen Sie von falsch verstandener Institutionentreue, das heißt keinerlei Systemkritik mehr und machen das zum Beispiel auch am grünen Wegducken vor der Saskia Eskens berechtigter Aussage zu latentem Rassismus in der Polizei fest, wo die Grünen interessanterweise dann eine Studie forderten, die das erstmal untersuchen soll und Sie sagen da völlig zu Recht, obwohl ausreichend anekdotische Evidenz vorhanden ist. Ja, also ehrliche Überzeugung und damit ja eine totale Kehrtwende oder wieder eher ein Hinweis auf mangelnde Authentizität. Das heißt, glauben Sie, dass die Grünen jetzt wirklich davon mittlerweile überzeugt sind? Sie schreiben das auch so schön. Sind die Grünen
aus ihrer Sicht mittlerweile so Teil des Systems geworden, dass sie es nicht mehr mit dem kritischen Blick von außen analysieren können. Sie haben es vorher schon gesagt, den blinden Fleck. Ja. Glauben Sie, die Grünen machen das aus Taktik jetzt, dass sie eben keine Systemkritik jetzt gerade an der Stelle machen, weil es ungünstig ist, weil man eben Wähler verschreckt damit? Oder glauben Sie, sie haben tatsächlich einen blinden Fleck und sind, weil sie es mittlerweile eben tatsächlich ja geschafft haben, Teil des Systems zu sein? Große Frage. Ich gebe Ihnen vielleicht mal ein aktuelles Beispiel, dann wird es vielleicht ein bisschen plastischer. Also wir haben in der Taz jetzt diese Woche hochgezogen das Thema Abschiebung nach Afghanistan. Kurz die Situation. In Afghanistan sind die Taliban im Moment auf dem Vormarsch. Da werden also reihenweise Provinzen eingenommen von diesen Islamisten und die machen dann das, was sie machen, nämlich Leute unterdrücken. So, und auch Leute foltern teilweise, berichtet Pro Asyl. Und in Deutschland werden Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Nur eine bestimmte Gruppe, nämlich Leute, die eine Straftat begangen haben, die dann hier in Deutschland im Gefängnis saßen und dann wieder frei sind, die können dann noch nach Afghanistan abgeschoben werden, wenn sie von da kommen, oder eben sogenannte Gefährder. Und das ist eine Debatte, die das ist so eine Debatte, die gewinnt man am Stammtisch nicht. Und die gewinnt man auch nicht in der Fußgängerzone, weil alle Leute erstmal oder viele Leute erstmal sagen, ja, natürlich müssen Straftäter abgeschoben werden. Und ich finde aber, wenn man das Argument ernst nimmt, was auch von Robert Habeck unter anderem vertreten wird, dass in Afghanistan unmenschliche Zustände herrschen und dass die Leute dort teilweise wirklich vom Tode bedroht sind, dann darf man in dieses Land nicht abschieben. Und es gibt dann noch so ein Non-Refoulement-Gebot in der Flüchtlingskonvention der EU. Das heißt, da steht ganz klar drin, man darf nicht in Gebiete abschieben, wo Menschen eben menschenrechtswidrig behandelt werden. Und das ist da der Fall. So, und deswegen finde ich, eigentlich bräuchte man einen sofortigen Abschiebestopp. Robert Habeck hat das gefordert diese Woche. Und die Praxis in den Bundesländern, die ausführenden Organe sind, ist aber leider, dass die Leute da abgeschoben werden. Also Baden-Württemberg, ja. Hessen, Schleswig-Holstein, sogar Thüringen mit einer Mitte-Links-Regierung, die schieben alle nach Afghanistan ab. Also in Thüringen ist ein Grüner zuständig für Migrations- und Abschiebepolitik, Dirk Adams. Kann einem leid tun, aber er ist zuständig und er schiebt ab. Und ich habe dann in der Taz gesagt, das ist eine Geschichte. Also da gibt es quasi einen Widerspruch zwischen der offiziellen Ansage durch Robert Habeck, Abschiebestopp, und dem realen Regierungshandeln. Und deswegen haben wir da eine Seite 3 und eine Seite 1 und einen scharfen Kommentar zugemacht. Und ich telefoniere nach solchen Geschichten, also vorher viel mit Grünen und auch hinterher viel mit Grünen. Und ich kriege dann immer zu hören, ja, Herr Schulte, Sie haben ja recht, aber diese Debatte gewinnt man nicht. Die Länder haben den kleinen Hebel, also die Länder können nur so einen befristeten Abschiebestopp machen. Konzertierte Aktionen kriegen wir niemals hin, da macht der Kretschmann nicht mit. Und das sind alles natürlich wahnsinnig realpolitische und auch richtige Argumente, aber das ist nur aus dem System heraus argumentiert. Also wenn man von der Sache her argumentieren würde, müsste man sagen, da müssten sich jetzt eigentlich alle Grünen in allen Regierungsländern zusammenschließen und eine konzertierte Aktion machen und sagen, wir setzen jetzt in unseren Koalitionen Abschiebestopp durch. So, und da sagen dann die Grünen, nö, das ist aber blauäugig. Und sowas meine ich. Und da würde ich behaupten, die Grünen sind in der Tat inzwischen so sehr Teil des Systems, dass sie nicht mehr aus dem System rausgucken. Und das ist aber auch kein, das ist bei Polizeidebatten so, das ist bei teilweise Automobilindustrie, also da könnte man jetzt auch wieder ganz viele Beispiele nehmen. Und das ist natürlich auch kein Vorwurf, weil als regierende Partei bist du für das System zuständig. Also du musst das System am Laufen halten. Und unser System, unsere Institutionen, das sagen die Grünen ja zu Recht, ist ja schützenswert und ist auch was Richtiges. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Grünen da gar nicht mehr kapieren, was man sagt, wenn man ihnen mal so sagt, ihr könnt es doch auch anders machen. Also Hambacher Forst ist so ein nächstes Beispiel. Da hatte ich ausführliche Dialoge mit den Hessengrünen und die haben gar nicht verstanden, was der Punkt ist. Die haben immer gesagt, aber die Rechtslage ist so und so und die Stichpunkte sind hier und ich schicke ihnen noch
diese 15 Stichpunkte hinterher und die haben gar nicht kapiert, was das für ein Glaubwürdigkeitsproblem generiert. Also wieder öfter mal außerhalb des Systems sich versuchen zu stellen und von außen drauf zu schauen. Ja, oder mehr Radikalität. Also ich glaube, ja, von außen aufs System schauen ist schwierig, weil wir stecken ja alle drin. Aber es geht. So macht man das auch in der Psychotherapie immer wieder. Den Stuhl wechseln zum Beispiel, ja. Und in den Schuhen des anderen gehen zum Beispiel und so. Also das funktioniert schon. Aber wenn man drin steckt, eben wird man vom System aufgesogen, kann man schon so sagen. Mhm. Ja. Dann Ihr größter, aus meiner Sicht, größter Kritikpunkt ist, dass Sie die ja sehr zentrale grüne Wahlkampf-Message grünes Wachstum, also klimaneutralen Wohlstand, in Frage stellen. Also da werfen Sie den Grünen die größte Unehrlichkeit vor, diese von den Grünen, sozusagen behauptete Möglichkeit, das entkoppeln zu können, ja, Wachstum und Ressourcenverbrauch, ja. Also Sie stehen damit natürlich auch nicht alleine da. Es gibt ja viele, die diese Idee kritisieren. Und diese Idee ist ja auch die FDP und die CDU vertreten, dass es eben möglich wäre, durch innovative Technik trotzdem weiter Wachstum zu generieren, ja. Vom modernen Ablasshandel wird da gesprochen, ja, oder dass sich die Grünen und ihre WählerInnen in die Tasche lügen. Aber auch hier zeigen sie dann auch wieder Verständnis, weil sie dann wieder schreiben, mit Verzicht gewinnt man keine Wahlen, aber mit eben klimaneutralen Wohlstandsversprechen schon, zumal man sogar noch das Gewissen beruhigt. Ja? Also ich kann trotzdem so weitermachen wie bisher und das aber ohne das Klima zu schädigen. Aber sie begründen eben da auch ihre aus meiner Sicht fundamentalste Kritik an den Grünen, nämlich, dass die Grünen die Chance verpasst haben, die jetzt auch bei Corona noch mal ganz nah war, eben ihren WählerInnen eine neue Vision von einer völlig neuen Gesellschaft mit einer Postwachstumsökonomie und völlig neuen Formen des Arbeitens, der Mobilität, des Wohnens und letztlich auch ihr Punkt mit der sozialen Gerechtigkeit des menschlichen Miteinanders zu präsentieren. Ja. Und das sagen sie dann auch, obwohl mittlerweile, und da gebe ich Ihnen recht, als Psychologin, da gibt es wirklich genügend empirische Befunde dazu mittlerweile, obwohl, also damals, wie die Grünen entstanden sind in den 80er Jahren, waren das ja wirklich Hypothesen. Ja? Aber heute ist es empirisch belegt, dass eben ein weniger an Konsum und auch mehr die Rückbesinnung auch auf das Miteinander und auf soziale Gerechtigkeit, dass das zu höherer Lebensqualität letztendlich und zu mehr Glück und Zufriedenheit führt. Ja? Wir wissen aus der Glücksforschung, andere zu beschenken, macht uns glücklicher, als uns selbst was zu kaufen. Ja? Das ist heute also nichts mehr Besonderes. Und das werfen Sie den Grünen wirklich vor, das kommt immer wieder vor in ihrem Buch oder das ist greifbar, finde ich, dass die Grünen da jetzt diese Chance so verpasst haben und bei Corona eben Dinge gefordert haben wie so Gutscheine, ja, die man dann für alles verwenden kann oder ich darf es gar nicht sagen hier in Baden-Württemberg, die Kaufprämie für Dieselautos und Benziner. Ja. Also das ist natürlich nicht der große Wurf geworden. Also sehe ich das richtig, dass das so auch ihr fast, ja, das habe ich fast als Leiden wahrgenommen, dass die Grünen da jetzt die Partei gewesen wären, die das drauf gehabt hätten, ja? Ja, das, also ja, Ihre Wahrnehmung ist richtig und ich räume aber ein, dass ich bei dem Thema sehr zwiegespalten bin. Also wir haben ja gerade schon über die Notwendigkeit gesprochen, Mehrheiten zu bekommen. Also man steckt im System drin, man braucht für ökologische Politik Mehrheiten. Und ich glaube, mit einer Postwachstumserzählung kannst du sofort einpacken. Also das ist quasi nicht in Deutschland nicht durchsetzbar. Und ich halte Nico Pech, ich weiß nicht, wer den kennt, ist einer der führenden Postwachstumsökonomen in Deutschland. Also im Grunde hat der diese Denkschule in Deutschland mit groß gemacht. Und seine These ist, dass man eben mit im Kapitalismus, der immer Wachstum generieren muss, um zu überleben, dass man dann im Grunde nicht den Ressourcenverbrauch entkoppeln kann von Wachstum und auch den CO2-Ausstoß letztlich nicht entkoppeln kann von Wachstum. Und ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, habe aber nicht den Anspruch, alles gelesen zu haben. Ich sage in dem Buch auch ausdrücklich, dass ich kein Volkswirtschaftler bin. Ich finde, die Evidenz ist sehr stark, dass
dass dieses grüne Wachstum allein es nicht bringt. Also diese Idee, die Technologie rettet uns, ist, glaube ich, falsch. Und also ich sage nur mal zwei Beispiele. Also zum Beispiel beim Fleischkonsum, also beim deutschen Fleischkonsum, es ist völlig klar, dass die Deutschen viel weniger Fleisch essen müssen. Und es ist auch völlig klar, dass im globalen Maßstab gedacht, so, also auch nicht nur ansatzweise der Fleischkonsum vor Deutschland haltbar wäre. Also weil wir wissen, was auf den Sojaplantagen in Südamerika und so passiert. Also das, es ist total klar, das ist im Grunde, muss das beendet werden. Und das bedeutet Verzicht. Und wenn man dann mit Toni Hofreiter darüber spricht, ich bringe jetzt mal wieder ein Beispiel aus der Praxis, dann sagt er, also von mir aus kann jeder einen Schweinebraten essen, so oft er will, jeden Tag. Und das ist falsch. Also es wird so sein, dass Fleisch dann irgendwann astronomisch teuer ist. Das kann sich dann kein Mensch mehr leisten, wenn du wirklich die ökologische Wende so machst, wie sie die vorhaben. Und die anderen essen dann eben Fleischersatzprodukte. So. Und so gibt es noch mehrere Bereiche. Also ich finde, die Debatte übers Fliegen. Also natürlich ist Fliegen die absolut umweltschädlichste Art, Geld zu investieren. Also du, also sozusagen, wenn du 100 Euro ausgeben willst, das klimaschädlichste ist, einen Flug zu buchen. Und da weiter zu sagen, die Flugzeuge sind irgendwann alle CO2-neutral, weil das Kerosin grün hergestellt wird über Synfuels und über synthetische Kraftstoffe, das wird nicht schnell genug passieren. Also so schnell haben wir die erneuerbaren Energie nicht auf dem Level, dass wir das ersetzen können. Und das bedeutet wiederum, entweder, also man wird weniger, wir werden weniger fliegen müssen. Und ich höre da jetzt mal auf, damit wir noch zu der Fragerunde kommen. Aber da finde ich tatsächlich, dass die Grünen mir manchmal zu ungebrochen in dieser grünen Wachstumserzählung unterwegs sind. Und ich bin jetzt kein radikaler Postwachstumsmensch. Also ich finde nicht, dass wir alle in Waldhütten leben müssen. Also das ist ja immer dann diese Vision, die von der konservativen Presse an die Wand gemalt wird. Wir leben dann alle in Waldhütten und der Industriestandort geht kaputt und was weiß ich nicht und so. Das glaube ich nicht. Aber ich finde, in manche Debatten müsste man ehrlicher einsteigen. Also Eigenheimdebatte ist noch so eine Sache. Also es werden nicht alle im Einfamilienhaus leben können, sondern natürlich muss man eher in den Dörfern auch mal mehrgeschossig bauen, damit du die Flächenversiegelung wegkriegst und stoppst. Also so, und da sind die Grünen sehr, sehr vorsichtig in meiner Wahrnehmung. Mit dem Veggie-Day-Trauma, wie sie, oder Paranoia, wie sie es so schön dann an anderer Stelle nennen, ja, diese Angst, dass man über Verzicht spricht, ja, weil uns das halt schlecht bekommen ist. Natürlich, ja, klar. Ja, am Ende des Buchs machen Sie ein interessantes Gedankenexperiment, wenn Annalena Baerbock Bundeskanzlerin wäre, sehr empfehlenswert und amüsant zu lesen. Ihr aber trauriges Fazit ist, dass den Grünen eine nur sehr überschaubare ökosoziale Wende gelingen wird, die sie dann aber groß verkaufen werden. Neben den amüsanten Ausführungen, wie zum Beispiel Cem Özdemir als Integrationsminister, der keine großzügige Asylpolitik umsetzt, weil das die demokratische Mitte überfordern würde, die Sie da machen, hat mich insbesondere dieser Nebensatz nachdenklich werden lassen. Sie denken also, dass die Grünen ihre eigentlich dann kaum messbaren Erfolge großreden werden, um ein Aufkommen von weiteren Klimaparteien zu verhindern und damit dem Schicksal der SPD mit der Linken zu entgehen. Das klingt schon ziemlich resignativ, insbesondere wenn man bedenkt, dass Sie ja jemand sind, der den politischen Betrieb wirklich lange kennt und beobachtet hat und eben immer wieder diese gleichen Gesetzmäßigkeiten da auch beschreiben muss. Weil es wäre doch tatsächlich so, jetzt um auch nochmal bei diesem System zu bleiben, am Anfang muss man mit den Wölfen heulen, um überhaupt reinzukommen, sage ich mal, ins System. Aber dann, wenn man dann drin ist, also wenn man mal wirklich Macht hat, dann wäre doch auch die Möglichkeit, solche Gesetzmäßigkeiten auch zu ändern. Ist es so? Ich weiß nicht, haben Sie den Eindruck, dass in Baden-Württemberg das System geändert ist?
Oder dass Klimaschutz richtig engagiert vorangebracht wurde in den letzten zwei Legislaturperioden. Also Sie schreiben selber, dass unser baden-württembergisches Klimaschutzgesetz sogar hinter dem der Regierung herhinkt. Also ich habe hab den Eindruck nicht. Also ich habe das Gefühl, dass da, also es ist immer blöd, pauschal zu argumentieren. Also ich, dann um dann mal über Kretschmann zu sprechen, da habe ich aus Berlin, ohne Experte zu sein für baden-württembergische Landespolitik, den Eindruck, dass da schon sehr auf die Interessen der Ökonomie geachtet werden. Also der Daimler hat immer die Standleitung in die Villa Reitzenstein. Und ich fand die Klimaschutz, also sozusagen das, was an Klimaschutz gemacht wurde, in den letzten beiden Legislaturen übersichtlich. Ich nehme jetzt ausdrücklich den neuen Koalitionsvertrag aus. Also der ist deutlich besser. Und was ich im Bund dann mitgekriegt habe von Kretschmann, also schärfere Erbschaftssteuer bekämpft, Kaufprämie für Dieselautos, Sie haben das genannt. In der Flüchtlingsdebatte gab es doch vor Jahren diese Debatte über sichere Herkunftsstaaten, wo Kretschmann dann im Grunde diese grüne Blockade aufgebrochen hat und mitgestimmt hat. Also da hatte ich das Gefühl, das ist nicht progressiv, sondern das ist quasi konservatives, grünes, Schritt für Schritt, also sehr, sehr langsam ein bisschen mehr Ökologie erreichen, aber ich hatte da immer das Gefühl, da wäre deutlich mehr drin gewesen, also sowohl in Verhandlungen mit UnternehmerInnen als auch in Verhandlungen mit anderen Bundesländern über bestimmte Gesetze. Und deswegen bin ich in Hessen, ich rede jetzt nicht über Hessen, was da passiert, also deswegen bin ich sehr skeptisch, ob grünes Regierungshandeln tatsächlich dann irgendwann ernsthaft, also das System nicht in Frage stellt. Also ich will auch das System gar nicht in Frage stellen, um das mal, also ich finde, Marktwirtschaft ist schon okay und so. Also die Grünen müssen da nicht für so einen grünen Sozialismus sein, aus meiner Sicht. Aber ich finde die, also da, wo sie dann regieren, sind die Fortschritte übersichtlich. Das ist einfach jetzt die gelernte Erfahrung aus grünem Regierungshandeln. Und dass sich das im Bund plötzlich ändert, kann man glauben, muss man aber nicht glauben. Gut, letzte Frage. Was raten Sie den Grünen denn jetzt letztendlich? Also radikaler wieder zu sein, also ehrlicher auch irgendwo, weg von diesem Spaßmodus, nennen Sie es an einer Stelle, gute Laune verbreiten, wie so eine Werbeagentur, hat mich an Westerwelles Spaßmobil erinnert, was ja eigentlich erfolgreich war oder nicht gänzlich erfolglos zumindest. Also wieder mehr Radikalität, so wie es insbesondere jetzt auch die Fridays for Future wünscht, sich von den Grünen wünschen. Sie haben ja auch ein Interview mit der Luise Neubauer in ihrem Buch mit drin, wo sie ja ganz abgeklärt sagt, dass die Grünen das kleinste wählbare Übel sind. und jetzt aber ganz aktuell diese Woche, wie beurteilen Sie jetzt dieses ja doch wieder eher radikal anmutende, forsche Voranschreiten der Grünen mit diesen ersten 100 Tage, wenn wir im Amt sind, dieses Superministerium zu gründen, das dann alle Beschlüsse, wäre das der richtige Schritt? Ist das jetzt was, wo Sie sagen, ja, endlich kommt er aus der Deckung und geht mal ein bisschen in die Offensive und traut euch was? Schon. Also das ist natürlich eine geplante Sache gewesen, dieses Sofortprogramm vorzustellen. Und da stehen ja vor allem Sachen drin, die im grünen Wahlprogramm drinstehen. Und dieses Klimaschutzministerium, das halte ich für eine gute Idee. Also das fände ich sinnvoll. Also im Grunde, man müsste, wenn man das ernst nimmt, ja die Ressorts bündeln, die da wichtig sind. Also man müsste Wirtschaft, Energie zum Beispiel zusammenfassen, vielleicht sogar noch irgendwie Landwirtschaft dazuschlagen oder so, keine Ahnung. Also bräuchte auf jeden Fall, im Grunde wäre es eine Zusammenfassung und Umbenennung von Ministerien und dieses Vetorecht, was da im Raum steht und wo jetzt Friedrich Merz sagt, das geht überhaupt nicht und das ist eine Ökodiktatur, das ist natürlich machbar. Also es gibt eine Geschäftsordnung der Bundesregierung, da hat jetzt schon der Finanzminister also nicht ein lupenreines Vetorecht, aber Einspruchsrechte und die Frauenministerin auch und die Justizministerin auch. Also diese Geschäftsordnung kann man ändern. Und dann steht da eben drin, dass der Klimaschutzminister oder die Ministerin jedes Gesetz mitzeichnen kann. Fertig. Also das ist problemlos machbar und ich fände das sinnvoll. Mhm. Das Problem ist mit diesem Sofortprogramm, das meiste wird nicht kommen. Also Annalena Baerbock wird nicht Kanzlerin und ich glaube,
die Konstellation, die ich für wahrscheinlich halte, also Schwarz-Grün, Jamaika, an die Ampel glaube ich nicht so richtig. Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot halte ich für ausgeschlossen oder für nicht, einfach nicht realistisch. Und dann bleiben eben die Koalition mit den Parteien, mit denen man wirklich wenig gemeinsam hat und die grundsätzlich verschiedene Auffassungen in der Finanzpolitik und auch in der ökologischen Politik haben. Und dann ist es immer gut, wenn man für einen Wahlkampf ein hübsches Regierungsprogramm hat, aber davon bleibt nach der Wahl weniger übrig, als man denkt. Und es werden wieder schwierige Koalitionsverhandlungen natürlich. Ja, also wie gesagt, in dieser grundsätzlichen Frage Ökologie mit der Marktwirtschaft erreichen, also sozusagen Klimaschutz und Wohlstand, da, also in dieser Grundlinie ist man sich einig. Da ist man sich einig, ja. Ja, vielen Dank, Ulrich Schulte, für das Beantworten meiner Fragen. Ich kann am Schluss nur noch eine Empfehlung für das Buch aussprechen, das unbedingt zu lesen, weil es wirklich für Grüne und auch für Nicht-Grüne, aber insbesondere für uns Grüne schon sehr, sehr spannend ist und ja, lehrreich will ich jetzt nicht sagen, einfach interessant. Vielen Dank für dieses Buch, kann ich nur sagen. Und jetzt übergebe ich an die Maria. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war wirklich hochspannend. Es gab mehrere Punkte, wo ich dann natürlich auch ein Stück weit geschluckt habe als grüne Kandidatin. Aber nicht nur als grüne Kandidatin, sondern auch, weil ich schon sehr lange Politik mache, nicht so sehr lange für die Grünen, da bin ich seit 2011, aber ich komme aus den Verbänden. Ich war 16 Jahre lang die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und habe 16 Jahre lang versucht, ja, unsere Ideen, unsere Veränderungen jetzt in dem Fall für die Landwirtschaft in Politik einzubringen und weiß, wie zäh das ist. Ich weiß, wie dick die Bretter sind, die man bohren muss. Und habe jetzt nach 16 Jahren Lobbyarbeit, als Verbandsvertreterin bin ich ja Lobbyistin, Lobbyarbeit war ich 5 Jahre im Europäischen Parlament. Also ich kenne auch den Parlamentsbetrieb und weiß, wie schwierig es ist, Mehrheiten zu gewinnen. Und verändern kann ich am Ende einfach nur mit Mehrheiten. Und deshalb ist es einfach immer so eine Gratwanderung. Auch alles, was jetzt hier so besprochen wurde, habe ich mich immer gefühlt so wie auf dieser Gratwanderung. Was muss ich tun, wenn ich einen ernsthaften Willen habe, was zu verändern? Ich selber bin Bäuerin und habe ja seit 40 Jahren eigentlich diesen ernsthaften Willen, dass sich die politischen Rahmenbedingungen verändern, dass wir da woanders hinkommen. Und das sind auch die Debatten, die wir lange in den Verbänden geführt haben. Werde ich Teil des Systems, um zu verändern, oder schaffe ich ein System von außen zu verändern? Ich habe eigentlich für mich irgendwann den Schluss gezogen, man muss Teil des Systems werden. Nicht in jedem Fall, aber ich glaube bei der Politik schon. Also wenn wir Grünen uns nicht auf den Weg machen für Mehrheiten, dann werden wir auch nicht viel Veränderung schaffen. Denn nur mit dem Protest auf der Straße alleine erreichen wir es nicht. Also das ist... Du hast dein Mikro ausgeschaltet, Maria. Genau, das macht mein Computer manchmal selber. Ich muss mal meine Maus ein bisschen weglegen. Das bleibt halt immer die Frage, bin ich radikal in meinen Forderungen und schaffe damit keine Mehrheiten? Und damit schaffe ich keine Mehrheiten? Ich war heute Morgen im Marktdorf auf dem Markt gestanden von 9 bis 12 Uhr. Das sind manchmal sehr, sehr schwierige Gespräche, weil die Menschen dann einfach nicht mitgehen. Und oder bin ich Moderator in meinen Forderungen? Also komme ich weg von der Radikalität und versuche, den Weg anders zu gehen? Und der Weg wird natürlich langsamer. Ob es deshalb so eher unehrlich wird, wie Sie das nennen, weiß ich nicht. Also ist ein langsamerer Weg weniger ehrlich? Oder sind es immer nur einzelne Punkte? Also das ist so ein bisschen für mich die Frage.
Also um mal kurz, also eine Nebenbemerkung. Wir können gerne von mir aus ein bisschen länger machen, damit wir noch ein paar ZuhörerInnen-Fragen reinnehmen können, weil das nicht, dass es da jetzt eine Produktenttäuschung gibt und die Leute denken, ja, die quatschen da die ganze Zeit und ich kann meine Frage gar nicht stellen. Also ich bleibe gerne noch eine halbe Stunde länger und beantworte noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Und ich, um das nochmal klar zu sagen, also ich rede nicht darüber, dass die Grünen irgendwie nicht in die Parlamente sollen oder nicht in Regierung sollen. Also ich bin ja nicht naiv. Natürlich, ich rede über Radikalität im Regieren. Also ich rede im Grunde über Radikalität in Koalitionsverhandlungen, in Verhandlungen mit der Autoindustrie, in Kompromissen, die geschlossen werden. Wie hart bleibt man bei seiner Linie? Ist man bereit, ins Risiko zu gehen? Droht man auch mal? Also sagt man auch mal, dann lassen wir das scheitern im Bundesrat, wenn ihr nicht mitzieht. Und also das meine ich mit, da würde ich mir von den Grünen manchmal eine andere Gangart wünschen. Also ich will jetzt auf keinen Fall dafür plädieren, dass sie jetzt wieder ganz ein großes Wünsch dir was ins Wahlprogramm schreiben und dann irgendwie bei 6% in der Opposition landen oder so. Das bringt keinem was. Ich finde auch zum Beispiel, wenn die Mehrheiten so sind, wie sie sind, müssen sie unbedingt mit der CDU natürlich koalieren. Ist doch klar. Also aber ab dann wäre ich dafür eben in den Koalitionsverhandlungen beinhart zur Sache zu gehen. Und da, wie gesagt, wir haben über Beispiele schon geredet, da habe ich manchmal das Gefühl, da sind die Grünen zu bereitwillig darin, Sachen zuzugeben. Ich war bei den Koalitionsverhandlungen nicht dabei, kann ich so jetzt nicht sagen. Ich war in den Vorbereitungsgruppen zu den Koalitionsverhandlungen bei der letzten Bundestagswahl, weil ich zu der Zeit im Europäischen Parlament war, um den Bereich Landwirtschaft, ländlicher Raum, Ernährung. Es ist immer einfach von außen zu sagen, man müsste hier ganz beinhart und entweder oder. An manchen Stellen ging es vielleicht auch härter. Will ich jetzt auch nicht hier beurteilen, wenn man selber nicht drin sitzt. Vorbereitung ist ja noch mal was anderes. Da ist man radikaler wie dann in den Verhandlungen. Aber es wird immer ein Geben und Nehmen bleiben. Ich habe jetzt meine Frage gestellt, weil bislang nichts im Chat aufgetaucht ist. Also ich habe jetzt da nicht den Chat beiseite geschoben, um selber zu sprechen, sondern es war tatsächlich bis jetzt nichts aufgetaucht. Aber für alle, die hier noch zuhören, hier live oder eben auf Facebook. Bitte stellt eure Fragen. Hier könnt ihr ganz gern unten in der Leiste sind Reaktionen. Ihr könnt die Hand heben oder vielleicht mal kurz das Mikro einstellen und sagen, hallo, ich will was sagen. Ist bei uns alles erlaubt. Also bitte gerne, wer noch Fragen hat, wer Anmerkungen hat, bringt euch ein. Die Eva Eve-Marie hat sich eingeschaltet. Eve-Marie, möchtest du eine Frage stellen? Ja, Gerne, bitte. mir macht eines sehr, sehr Kummer. Und zwar, anscheinend haben wir noch ungefähr 10 Jahre Zeit, damit wir den Kipppunkt bezüglich CO2 aufhalten, dass es nicht noch schlimmer wird. Wie sehen Sie das? Also konkret, meinen Sie, wir kriegen noch die Reißleine rumgerissen? Oder was meinen Sie, sollten wir machen? Sollten wir alle jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren, noch zusätzlich? Oder was ist Ihre Einschätzung? Ah, das ist eine total gute Frage. Also ich habe eine kleine Tochter und ich mache mir große Sorgen um ihre Zukunft. Und ich bin bei uns in der Redaktion nicht der ausgewiesene Klimaschutzexperte. Ich weiß nicht, wenn Sie die Taz kennen, wir haben Leute wie Malte Kreuzfeld oder Bernhard Pötter, die kennen wirklich jedes Detail vom Klimaschutzabkommen und waren bei allen Verhandlungen dabei, ich nicht. Mein Gefühl ist, das kann richtig schief gehen. Das ist mein Gefühl. Also ich glaube, die ganze Dynamik in China und Indien ist ja so, dass es eher schwierig wird. Also ich stelle mir das im Grunde wie so ein Güterzug vor mit einem ellenlangen Bremsweg. Und selbst wenn du jetzt richtig in die Bremse reinhauen würdest politisch, was ich noch nicht mal sehe, dann schiebt der Zug noch ganz schön lange weiter. Und ich habe
also mit Leuten, die sich auskennen, die sagen mir, ich bin froh, wenn wir die 2 Grad schaffen. Und was also allein schon 2 Grad bedeuten, also nochmal 0,5 Grad mehr, und wir wissen ja, was für ein Wahnsinn in diesem Sommer schon tobt, ne? Bei 1,4 oder wo sind wir jetzt? Da ist 2 Grad dann nochmal deutlich brutaler, und selbst das sagen mir Experten, traue mir das Urteil gar nicht zu, aber Leute, denen ich vertraue, die sagen, die 2 Grad zu halten, wäre schon super. Und ehrlich gesagt, also mir wird manchmal Angst und Bange. Also ich muss Ihnen das so ehrlich sagen. Also mir wird manchmal Angst und Bange. Ja, aber ich glaube, das geht vielen so. Und das sind auch oft die Gespräche, die man dann draußen führt, dass die Leute sagen, wollen wir es schaffen? Wir haben den Eindruck, wir schaffen es nicht. Aber das sind nicht die einzigen, und das ist nicht eine Mehrheit, und das ist auch unser Problem als Grüne, dass wir nicht die Radikalität an den Tag legen können, wie wir es eigentlich selber oft wünschen oder wollen. Ich hatte heute mit einem jungen Mann, der von sich sagt, der ist Ingenieur, ein Gespräch geführt auf dem Markt, und der war völlig entsetzt und sagt, ihr mit eurer Energiewende, ihr macht das alles viel zu schnell und zu brachial und so geht das nicht und es muss langsamer gehen. Und das ist halt immer wieder die Gratwanderung, von der ich rede, weil ohne die Menschen mitzunehmen, werden wir es nicht hinkriegen. Ohne Mehrheiten haben wir nicht die Macht. Es geht um die grüne Macht, aber die müssen wir erst mal haben. Wir haben sie eigentlich ja noch gar nicht. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass wir auf der einen Seite die notwendigen Schritte tun und auf der anderen Seite aber auch die Menschen, jetzt sage ich mal, bei der Stange halten. Und ich nehme an, da kommt es auch mit diesem grünen Wachstum her. Und Sie haben es, ja, finde ich, an vielen Stellen von der Hand gewiesen. Ich sehe das nicht, dass man es überall von der Hand weisen muss. Es ist vielen Leuten auch im ländlichen Raum, ich bin ja auf dem Bauernhof, ich lebe in einem ganz, ganz kleinen Weiler mit 3 Höfen und einem Privathaus. Aber viele Menschen im ländlichen Raum, die wissen schon längst, dass nicht jeder ein Familienhäuschen haben kann. Sie wollen es zum Teil auch gar nicht mehr. Wir brauchen einfach mehr Ideen. Wenn ich jetzt bei uns in die Dörfer gucke, das sind viele Häuser, 70er, 80er Jahre, die Familie ist längst ausgeflogen, ein älteres Ehepaar, das Haus ist zu groß, der Garten ist zu groß. Aber man will nicht weg vom Dorf. Aber im Dorf gibt es nichts anderes als diese Einfamilienhäuschen. Also das heißt, wir müssen viel mehr Fantasie entwickeln, wenn wir jetzt diese Wohnbauwende, ich nehme das als Beispiel, weil Sie es vorher auch als Beispiel genommen haben, da muss man viel mehr Ideen entwickeln, wie man den Menschen ein Angebot machen kann, in dem Fall jetzt auf dem Dorf zu bleiben. Ich könnte um mich herum einige Häuser sagen, die wären übermorgen leer, wenn die Leute im Dorf wohnen bleiben könnten und einen angepassten, für ihre Bedürfnisse angepassten Wohnraum hätten. Haben sie aber nicht. Weil wir eben davon ausgehen, auf dem Dorf baut man Einfamilienhäuser und in der Stadt ist es der Wohnblock meinetwegen. Also wir sind noch starr in unseren Ideen und Fantasien. Und ich glaube, da wäre viel mehr drin. Vieles geht im Kleinen, aber in der Summe wird es dann vielleicht auch am Ende zum Großen werden. Ich weiß es nicht, aber man muss ja irgendwo auch anfangen. Ich glaube, also es sind halt viele kleine Rädchen und kleine Schrauben, die es zu drehen gilt, die vielleicht nicht die Anerkennung finden, weil es nicht die ganz große Politik ist, aber die wir genauso zu drehen haben. Ich sehe im Chat jetzt im Moment niemand. Ist irgendjemand noch hier mit in der Runde, der eine Frage hat oder eine Anmerkung? Ja, bitte, Thomas. Ja, vielleicht zu dem Thema nochmal, dem, was Sie gesagt haben. Wenn man jetzt mal zurückblickt, dass die Probleme ja eigentlich schon seit fast 50 Jahren bekannt sind, und wenn man das extrapoliert, dann werden wir verkochen. Andererseits gibt es immer wieder Ereignisse, wo man drüber staunt, wie die Menschen doch plötzlich was begreifen und richtig anfangen, was zu ändern. Insofern ist es ganz ungewiss, was auf uns zukommt. Und wir können das alle sehr schlecht einschätzen. Im Moment stimme ich mit dir, Maria, überein. Es sieht noch schlecht aus. Das Konzept ist recht gut von den Grünen, was sie jetzt vorschlagen.
Aber wie weit das bei den Wählern oder beim Publikum ankommt, da müssen wir uns überraschen lassen. Wollen Sie was direkt dazu sagen, Herr Schulte? Ansonsten haben wir noch eine Frage im Chat. Ja, vielleicht, also ich wollte jetzt auch nicht zu pessimistisch klingen. Also also ich habe emotional geantwortet, Sie antworten gerade politisch. Also natürlich muss man den Leuten Hoffnung machen. Also ist ja klar. Und ich glaube, der Mensch ist auch ein wunderbar anpassungsfähiges Wesen und der Erkenntnisprozess ist inzwischen auch wirklich in der Politik weit fortgeschritten. Das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich glaube schon, dass inzwischen auch, also Olaf Scholz zum Beispiel, der hat richtig kapiert, dass Klimaschutz wichtig ist. Bei Armin Laschet bin ich mir da nicht so sicher. Aber es gibt auch in der Union durchaus Leute, also Klimaunion oder so, die da für einen sehr engagierten Klimaschutz kämpfen. Und wenn man da, ich bin jetzt sehr in den deutschen Verhältnissen wieder, um das so ein bisschen zu fokussieren, ne? Wenn man da sozusagen den richtigen Menschen aus der Union in den Koalitionsverhandlungen als Ansprechpartner hat und der hat einen Durchgriff zu Laschet und der macht das auch, dann kann das schon deutlich vorangehen. Also ich glaube sozusagen diese unmittelbare, spürbare Wirkung der Klimakrise, also dass das jetzt auch in Deutschland durch die Dürresommer und durch die Wasserknappheit, durch die Flutkatastrophe so aufschlägt, führt, glaube ich, dann schon zu einem Umdenken. Also viele Leute, die also in der Tat sind sowieso alle so total überzeugt, aber auch in meiner Familie viele Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt grün wählen oder so, sondern konservativ wählen, die wissen inzwischen auch, dass die Natur geschützt gehört und dass das eine riesengroße Gefahr ist. Also insofern will ich da jetzt nicht zu pessimistisch klingen. Ich habe, als Sie gerade beide geantwortet haben, habe ich kurz gezuckt und gedacht, oh Gott, hast du da jetzt zu... Ein bisschen pessimistisch war es schon. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Aber Sie haben gerade... Was Sie eben gesagt haben, ist ganz erstaunlich. Sie haben über konservative Leute gesprochen. Ja. Aber wie kann man denn konservativ sein, ohne die Natur schützen zu wollen? Konservativ in dem Sinne... ist ein Widerspruch, konservativ in dem Sinne, dass sie bisher CDU gewählt haben und dass die Bemühungen der CDU für Klimaschutz überschaubar sind. Auch wenn sie immer behaupten, dass sie ja die Natur schützen. Ja, und meinen Sie jetzt nach der Wahl, ist es überhaupt möglich, in einer Demokratie sich innerhalb einer vernünftigen Zeit zu einigen, um durchgreifende Maßnahmen zu erfassen? Ich glaube, es geht langsam. Also und es geht nur in der Demokratie. Also wir werden in der Demokratie entweder die richtigen Sachen beschließen oder untergehen. Also ich... Das ist das Problem. Also ich will jetzt auch nicht die Demokratie in Frage stellen, überhaupt nicht. Aber ja, also, ist ein Problem. Ja, aber es ist, ich glaube, die Prozesse sind so, wie sie sind. Also es ist langsam, es ist zäh. Ich nehme interessiert zur Kenntnis, dass Teile der Wirtschaft inzwischen sehr nah bei den Grünen sind. Also wenn man Herrn Dies so reden hört oder die Automobilindustrie, das ist im Grunde, also die haben kapiert, dass ihr Geschäftsmodell nur mit Klimaschutz funktioniert und bemühen sich da auch. Teile der Wirtschaft sehen das aber komplett anders. Also Sie haben ja wahrscheinlich auch diese Anzeige von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zu Annalena Baerbock gesehen. Oder haben Sie die gesehen? Oder soll ich die kurz... Ich denke, viele haben es gesehen. Es ging bei uns schon durch die ganzen Kanäle. Also ich glaube schon... INSM ist eine liberal aufgestellte Lobbyorganisation für Teile der deutschen Industrie und die haben eine große Anzeigenkampagne geschaltet, wo Annalena Baerbock in so einem Moses-Kostüm stand und so steinerne Gebotstafeln im Arm hatte und da standen so lauter Verbote drauf. Wir verbieten euch, Auto zu fahren, wir verbieten euch zu fliegen und so weiter. Also im Grunde eine harte Anti-Grünen-Kampagne. Und
Und das sind sozusagen andere Teile der Wirtschaft, ne? Also ich glaube, da findet auch gerade ein Kampf statt um die Deutungshoheit. Das stimmt, aber da sehen wir wieder, Sie sagen, die Grünen sagen einfach, fliegen können wir genauso wie vorher auch. Nur wir machen es dann mit synthetischen Kraftstoffen. Woanders kommt es an, die Grünen verbieten das Fliegen. Also das sieht man gerade selber, den Widerspruch. Aber wir haben jetzt noch zwei recht spannende Fragen aus dem Chat. Ich fange mal mit dem Hans Seitz an. Er verweist nochmal auf das Urteil vom Bundesverfassungsgericht im März diesen Jahres, wo es um den Klimaschutz für die nachfolgenden Generationen geht. Und seine Frage ist, wie sehen die Medien diesen Beschluss? Ist das nicht die Radikalität, die wir Grünen einfordern müssen? Und vor allem auf kommunaler Ebene, da ja gerade dort die Klimaschutzziele von Lobbyisten gerne ignoriert werden. Also das Urteil war wegweisend. Das war extrem wichtig. Und zwar sowohl faktisch, also jetzt hat sich Politik eben daran zu orientieren, aber auch in einem Narrativ, also in einer Erzählung. Also es gab bisher von Liberalen und Konservativen immer diese Erzählung, wer Klimaschutz radikal durchsetzt, bedroht meine Freiheit. Also Tempolimit, schnell Autofahren wird von dem Weltchefredakteur mit Freiheit gleichgesetzt. Schnitzelverbot, also ich will meinen Nackensteak auf dem Grill haben und wer mir das wegnimmt, nimmt mir die Freiheit weg. Das ist sozusagen eine Definition von Freiheit, die ich völlig irre finde. Also unbegrenzter fossiler Konsum ist Freiheit. Das war bisher ein Narrativ, was wir immer wieder in der Bild-Zeitung, in der Welt und bei anderen Medien gelesen haben und auch immer wieder gehört haben von Meinungsträgern. Diese Logik hat aus meiner Sicht das Karlsruher Urteil umgedreht. Also die haben nämlich gesagt, wer die Freiheit heutiger und kommender Generationen schützen will, der muss sich um Klimaschutz kümmern. Und das, also die haben quasi das vom Kopf auf die Füße gestellt, nämlich richtig rum. Und extrem wichtig wird, glaube ich, auch, also ich kann leider nicht für alle Medien sprechen, da kann ich jetzt wirklich nur für meine Redaktion sprechen. Also bei uns wurde das als wegweisend gesehen in der Taz. Und was das für kommunale Politik bedeutet, kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich mich damit zu schlecht auskenne. Ja, wir sind hier in der Region ein bisschen gebrandmarkt, weil es jetzt gerade eine Verabschiedung eines Regionalplans gab. Dieser Regionalplan basiert auf einem 20 Jahre alten Landesentwicklungsplan. Und wenn wir jetzt an Flächenversiegelung und Klimaschutz denken, sind die neuen Vorschläge so veraltet wie der Landesentwicklungsplan, auf dem das Ganze basiert. Aber ich nehme an, dass Hans Seitz ein bisschen auf das raus wollte. Da haben wir Grünen natürlich auch etwas andere Vorstellungen. Vielleicht nicht radikal genug für Sie, aber viel zu radikal für all diejenigen, die an diesem Regionalplan hängen, wo es nur darum geht, weiter auszuweisen, Industriegebiete, Gewerbegebiete und dann entsprechend natürlich auch Wohnbebauung, weil wir ein Raum sind, der sehr stark ist mit Arbeitsplätzen, aber der Wohnraum, vor allen Dingen bezahlbarer Wohnraum, hier eher knapp ist. Und dann geht es ja immer parallel einher, dass man sagt, wenn wir so und so viel Gewerbe ausweisen, braucht man auch so und so viel Fläche für die Wohnbebauung. Und das hat alles nichts damit zu tun, was wir uns als Ziele gesetzt haben, von der Flächenversiegelung runterzukommen. Und ich glaube, da liegt schon eine sehr, sehr große Diskrepanz zu dem, was auf kommunaler Ebene passiert und was eben jetzt zum Beispiel von diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil an wegweisenden Signalen ausgegangen ist. Jetzt haben wir noch eine Frage vom Theo Mahler. Er hat sie direkt an mich geschickt, aber ich denke, wir führen hier ja nicht irgendwelche Dialoge, sondern diskutieren alle miteinander. Und er möchte einen ganz kleinen Ausflug machen, ganz woanders hin. Er fragt, was halten Sie von Palmer? Ich kann auch sagen, was ich von ihm halte, aber vielleicht... Ja. Sie haben ja gesagt, man darf alles fragen. Ne? Ja, total okay. Dinge. Völlig in Ordnung. Ich bin ja schon froh. Ich dachte, ich kriege hier so ganz böse Fragen zur Taz und zu dem, was wir immer schreiben. Also insofern bin ich ganz glücklich bisher mit den Fragen. Boris Palmer ist, glaube ich, ein kluger Politiker, der einen unglaublichen Geltungsdrang hat und
der ein Problem mit Impulskontrolle hatte. Also der hat sich einfach nicht im Griff und schreibt dann nachts irgendwelche Sachen auf Facebook, die völlig verrückt sind und bedauert es dann teilweise hinterher. Und ich glaube, es ist bei ihm auch inzwischen ein Geschäftsmodell. Also die ewige Provokation führt ja zu Aufmerksamkeit, zu großen Interviews in den Medien und zu Einladungen in Talkshows. Also ich glaube, es triggert ihn auch. Also es ist auch Teil seiner strategischen Aufstellung. Und was er da kommunalpolitisch umsetzt in Tübingen, ist super. So, also er sollte vielleicht sich manchmal ein bisschen aus diesen identitätspolitischen Debatten da manchmal, bevor er was auf Facebook postet, einfach mal durchatmen und eine Runde um den Block gehen und dann es vielleicht einfach auch sein lassen. Robert Habeck hat neulich, irgendwo habe ich ein Interview so mit halbem Ohr dann noch mitgehört, der hat neulich eine ganz gute Empfehlung an Palmer rausgegeben, der hat gesagt, er soll einfach mal fasten von Facebook, Twitter und Co. für ein halbes Jahr und dann kehrt Ruhe ein. Ja, gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich hätte noch eine Frage zu Ihrem Gespräch auch mit der Luise Neubauer. Was denken Sie denn, die Jungen stellen ja nur einen ganz kleinen Prozentsatz der WählerInnen dar. Also die haben ja eigentlich nicht wirklich eine Chance jetzt. Und was denken Sie denn, auch gerade wenn Ihr Ausblick eher so ist, dass der große Wurf nicht gelingen wird, was die Pariser Klimaziele anbelangt, weswegen es ja die Fridays for Futures gibt. Halten Sie diese flankierenden Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal, dass die Fridays ja tatsächlich durchhalten und nicht verschwunden sind, was Ihnen viele vorhergesagt haben nach ein paar Monaten. Was denken Sie, wird kommen? Können Sie sich vorstellen, das bewegt mich momentan, dass es tatsächlich sowas wie ein Generationenkonflikt noch daraus entstehen könnte? Ja, also manchmal, wenn man, also ich spreche viel mit denen auch, da sind schon sehr Radikalisierte mittlerweile auch dabei, ja, die eben, also ich meine natürlich irgendwo zu Recht, ja, aber denken Sie darüber nach oder was denken Sie? Können Sie sich vorstellen, dass es noch eskaliert, dass wir noch so eine Art Generationenkonflikt kriegen könnten? Also ich bin jetzt nicht ständig in Gesprächen mit der Fridays for Future-Bewegung, das muss ich jetzt dazu sagen. Ne? Ich habe Luisa Neubauer da getroffen und mache da ab und zu ein paar Anrufe, aber bin nicht ständig in Kontakt. Und ich glaube, diesen Generationenkonflikt, den sehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil ich immer denke, dass ältere Menschen ja durchaus auch ein großes Interesse an einer lebenswerten Welt für ihre Nachkommen haben. Also ein Großvater oder eine Großmutter will natürlich für seine Enkelin oder ihre Enkelin eine intakte Umwelt. Und also deswegen sehe ich diesen Generationenkonflikt nicht wirklich. Also es ist ja, das Wählerverhalten ist ja interessanterweise, dass die Generation 60 plus eher dazu neigt, CDU zu wählen und dass die jungen Leute eher Grüne wählen, also die bis 30-Jährigen. Da gibt es dann offensichtlich Präferenzen, ob das was mit Klimaschutz zu tun hat oder nicht eher so ein gelerntes Wahlverhalten ist oder so, das habe ich schon immer gewählt und die können irgendwie, und die CDU kann auch Wirtschaft oder so, dann bin ich nicht so sicher, da fehlt mir das Wissen. Und dass sich Fridays for Future teilweise radikalisieren, ja, also ich glaube, da gibt es schon da gibt es Wut, also da gibt es schon einige Wut inzwischen und ob das von der neuen Bundesregierung aufgefangen wird, ist eine große Frage. Also ich glaube ja nach wie vor Schwarz-Grün, also ich rede immer über Schwarz-Grün, also es kann auch was ganz anderes passieren, aber ich muss immer so ein bisschen fokussieren, damit ich nicht alles erläutere. Schwarz-Grün wird am ehesten die Klimaschutzziele erreichen. Also ich sehe die Schwächen eher bei der Verteilungsfrage und bei der sozialpolitischen Frage von Schwarz-Grün. Also am ehesten wird noch Klimaschutz gemacht. Und Fridays for Future wird das aber trotzdem nicht reichen. Also die sagen ja jetzt schon, das grüne Wahlprogramm reicht hinten und vorne nicht. Die haben das ja auch belegt mit einer wissenschaftlichen Studie, Wuppertal-Institut. Die haben ja ausgerechnet, was man machen müsste, um 1,5 Grad in Deutschland zu erreichen. Und da standen ja Sachen drin, die sich die Grünen niemals trauen würden. Also
Und Annalena Baerbock sagt wiederum, diese Studie ist nicht haltbar, da sind Fehler drin und so. Also da gibt's, da scheiden sich auch die Geister. Aber dass es da wirklich eine harte Auseinandersetzung auf der Straße oder wo auch immer gibt, da glaube ich nicht so wirklich dran. Also ist so mein Bauchgefühl, weil ich dann schon denken würde, die Generationen sind sich da doch eigentlich sehr einig in dem Ziel, eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Wenn ich auch noch was dazu sagen darf, Sylvia, ich glaube nicht, dass es diesen Generationenkonflikt gibt, weil die verschiedenen Meinungen doch wirklich über alle Altersschichten verteilt sind. Ich könnte mir fast eher vorstellen, dass es eine Gesellschaftsspaltung gibt. Also, dass sich einige zu den Ideen der Fridays for Future mehr und mehr bekennen, weil sie die Notwendigkeit sehen, wirklich schnell was zu ändern, und die anderen, die abwinken. Ja, dann sind wir uns fast einig, keine Revolution. Ich glaube auch nicht, dass eine Revolution der Sache dienlich wäre. Ich sehe allerdings, also ich sehe es ähnlich wie Thomas, ich glaube nicht, dass wir zwischen den Generationen die ganz großen Konflikte haben. Sie haben vorher gesagt, Herr Schulte, nochmal, dass die Älteren 60 plus eher konservativ wählen, die Jungen eher grün. Die Zuwächse bei den letzten Wahlen waren eigentlich in beiden, sage ich mal, Generationssparten. Wir haben bei den Älteren, also bei 60 plus zugelegt bei den letzten Wahlen und bei den Jungen. Uns fällt eher, sage ich jetzt mal, die Schicht dazwischen. Und das ist auch das, was ich bei den Gesprächen und auf der Straße feststelle. Das sind die sagen, ja, aber ich muss was bezahlen. Ich gehe jeden Tag zum Arbeiten und mit euch Grünen wird alles teurer. Wäre ja alles recht und gut, aber wer soll's eigentlich bezahlen? Also das sehe ich eigentlich eher. Die Diskrepanz, das begegnet mir auf jeden Fall mal so auf der Straße. Und da sind die Diskussionen dann auch meist relativ schwierig, weil sich viele Menschen nicht vorstellen können, was es eigentlich für die Zukunft bedeutet, wenn wir es jetzt nicht gebacken kriegen. Also sie sagen, wir sind nicht radikal genug. Es wird sich weisen, wenn wir das viel zu langsam machen, und im Moment geht es auch mir alles viel zu langsam, wie teuer das dann am Ende für zukünftige Generationen wird. Teuer nicht nur im Sinne von Geld, teuer auch im Sinne von Verzicht, im Sinne von Verlust, weil manche Dinge, die wir verlieren, die werden nicht wiederkommen. Ich denke dabei an Biodiversität. Aber auch teuer im Sinne von unter Umständen sozialen Verwerfungen. Ich glaube nicht, dass eine große Revolution kommt, aber soziale Verwerfungen sieht man heute schon an mancher Stelle. Und die werden nicht weniger werden. Und dann bin ich eigentlich fast schon wieder bei meinem Anfangsstatement. Wir werden immer diese Gratwanderung machen müssen, die wir eigentlich gerne oder manche Dinge gerne schneller machen würden, aber nicht dazu kommen. Ich habe jetzt ich habe keine Fragen mehr im Chat. Ich sehe auch keine Fragen mehr hier aus dem Publikum. Ich würde gerne Sylvia dir noch mal ein kleines Abschlusswort geben. Natürlich auch Herr Schulte, dürfen Sie noch mal ein Abschlusswort haben. Und dann brauchen wir es auch nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, dann sind wir bei 1,5 Stunden. Das ist eine ganz, ganz gute Zeit und können das dann auch so beenden. Aber Sylvia, bitte, ich würde dir gerne noch mal ein Abschlusswort geben. Ja, also mir bleibt mich zu bedanken bei dir, Maria, und auch beim Jens natürlich für die Unterstützung technisch und natürlich bei Ihnen, Herr Schulte. Also wie ich vorhergesagt habe, möchte ich mal ganz unbescheiden sagen, war es ein spannendes Gespräch mit Ihnen, und ich kann eben nur Werbung für Ihr Buch auch machen. Und danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, auch wirklich alle Fragen, die gekommen sind, zu beantworten. Und ich meine, ich wünsche Ihnen jetzt auch einen vergnüglichen Wahlkampf. Sie haben ja jetzt auch viel zu tun, genau wie wir auch. Und
nehme auch die Gedanken, nehme viel mit jetzt aus diesem Gespräch für diesen Wahlkampf und bin einfach jetzt aber hoch und höchst motiviert auch für diesen Wahlkampf. Ich habe schon das Gefühl, für die richtige Sache zu kämpfen. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Also kein Schlusswort von mir. Es hat großen Spaß gemacht. Auch danke für die Fragen am Ende und toi, toi, toi für den Wahlkampf. Ja, herzlichen Dank auch nochmal an Sie nach Berlin. Ich hoffe, wir schneiden da zwischendurch mal wieder gut ab. Möchte alle, die hier dabei sind, nochmal motivieren. Ich glaube, ein starker Wahlkampf ist jetzt unglaublich wichtig. Wir haben gesehen, wir müssen ganz, ganz viel und ganz dicke Bretter bohren. Wir sollen radikaler werden, aber dazu brauchen wir Mehrheiten und genau dafür kämpfen wir jetzt in den nächsten Tagen. Herzlichen Dank an alle und einen schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ja.